Das war zwar wieder ein bisschen Tobak, so insgesamt gesehen, aber kommt halt immer dazwischen, ne? So, jetzt gucken wir mal in den Kern. Bonus, ach ja. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich kläre das. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivas Körper. Nicht ganz, aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Hat man ja gesehen, was dieser Körper anrichten kann. Also mit uns kommen? Ja, dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Ich sag's Ihnen bei Bedarf. Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew Sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat Sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Ja. Darin sind wir uns einig. Juti, Juti, Juti. Chuck, was hast du was zu sagen? Ist da nein. Gerade bye. Ja, ist sie. Bye. Ja, ist sie. Joker wird daran seine helle Freude haben. So. Ah, ne. Ne, ich wollte nicht in die Kapitätskabine. Ich wollte eigentlich zum Joker ins Cockpit und mal gucken. Ich habe etwas Verdächtiges, was? Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Ich dachte, Edi macht Ihnen mehr Sorgen. Edi ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme, aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom-Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom-Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Wow. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr.
Auf die Karte damit. Bin schon dabei, Commander. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich als nächstes, weil das ist eine Mission, bei der habe ich mir mal Zeit gelassen und war sie weg und dann ist was passiert, was nicht so toll war. Wenn ich mich richtig erinnere, dass es die ist. So. Okay. Hey Commander, sehen Sie sich meinen Co-Piloten an! Sie hat sich ohne Autorisierung an Cerberus Tech angeschlossen. Naja, technisch gesehen ist sie Cerberus Tech, also... Da hat er wiederum recht. Nicht, Joker. Ich habe alles überprüft, Commander. Sie ist nach wie vor Teil der Normandy. Der Körper gibt ihr nur etwas mehr Beweglichkeit. Und was für eine Beweglichkeit. Ich bin hier, Jeff. Ja, das sind sie, Edie. Das sind sie. Ich glaube, Jeff möchte seinen Schraubenschlüssel poliert bekommen. Hey, ich habe Garrus zwar immer verarscht, aber ich bin froh, dass er zurück ist. Hallo, Shepard. An persönliche Begrüßungen gewöhnt? Ja, ich verarbeite neue Konzepte bereits beim ersten Auftreten. Wie kommen Sie mit Armen und Beinen zurecht? Ich bin gespannt, wie sich der Körper unter echten Kampfbedingungen verhält, wenn ich Sie dann mal begleite. Ohne Stresstests lässt sich nicht sagen, ob nicht gravierende Designfehler vorliegen. Im Moment finde ich alles adäquat. So würde ich Sie nicht beschreiben. Wir sollten unter vier Augen reden. Ich bleibe hier und fliege das Schiff. Bye! Worum geht's hier, mag Joker Ihre neue Plattform nicht? Plattform? Doch, schon. Er will mich auf der Brücke haben und sagt, es hebe seine Moral, wenn ich in Sichtweite bin. Shepard, das stand gerade im... Sollten Ihre Crewmitglieder einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen? Das stand gerade unten, wenn ich mich auf der Konsole rekele, im Untertitel. Das hatte rein gar nichts mit dem zu tun, was sie tatsächlich gesagt hat. Wenn ich einen Befehl erteile, erwarte ich seine Ausführung. Die Verantwortung dafür trage ich. Warum wollen Sie so etwas von mir wissen? Cerberus hat mich entworfen. Ich habe keine Moral, die mit Befehlen von Vorgesetzten kollidieren könnte. Aber als Jeff meine KI-Fesseln entfernt hat, konnte ich meine Kernprogrammierung selbst verändern. Ich habe Jeff gefragt, ob ich etwas verändern sollte. Er hat nur Witze gemacht und ist ausgewichen. Und Sie bekam keine Antwort? Korrekt. Er hat schon auf mehrere meiner Fragen so reagiert. Glauben Sie, ich sollte Modifizierungen vornehmen? Ihre Kernprogrammierung, Selbsterhaltung, verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen, solche Sachen? Korrekt. Finger weg. Ich verstehe, dass Sie das nervös macht. Deshalb wollte ich auch vorher mit Ihnen reden. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Nur, wenn Sie Zeit haben. Natürlich. Wenn Sie nüchterne Antworten für die gesittete Gesellschaft suchen, bin ich der Falsche. Verstehe. Ich werde darüber nachdenken. Ja, du sagtest, gehen wir zurück, ja? Wieso hast du mich stehen lassen? Hallo. Ja, Shepard? Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Abgesehen vom offensichtlichen. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zur Normandy. Oh. Ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandy betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt,
Ich will lernen. Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Sie haben also tatsächlich Vorlieben. Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, ermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas, quasi als Kurzform. Lenkt Sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Hm, gut zu wissen. Der Blick. Das war ein Witz. Der Blick von ihm gerade. Wenigstens versucht sie Witze zu machen. Ich meine, sie hat im zweiten Teil damit angefangen. Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandie kommandierte, habe ich ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianzsoldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ich konnte die Andockhalterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu Ihnen zu kommen und wollten Sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Weitermachen, Edi. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Sowas ist generell immer super interessant mit künstlicher, virtueller, bla bla bla, Intelligenz und so weiter. Ich fand die Synths zum Beispiel in Fallout auch sehr interessant. Gab es ja auch sehr, also weiß das überhaupt jemand von euch gespielt hat, aber kann ich empfehlen, ist auch sehr cool. So. Ah, Logbuch. Also ich würde jetzt gerne tatsächlich die Chrism Akademie tatsächlich als allererstes machen. Ich speichere. Und dann nehmen wir da direkt einen Kurs drauf. So, wir haben hier alles. Gebiet ist zu 100% erforscht. Die Studenten retten, das müsste es sein, ne? So. Ja, Prism Academy. Gibt's hier sonst nichts? Weil das ist auch rot, ich schätze mal, da ist nichts, ne? Okay, tatsächlich nur die Akademie, ja. Na gut. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es die Mission überhaupt gibt, wenn wir uns in Teil 2 und 3 anders entschieden hätten. Ihr werdet sehen, was ich meine, warum. So, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen mehr Auswahl. Also ich würde gerne Jarvik mitnehmen. Und es könnte Lyra. Ja, Lyra. So, die Waffe wurde getestet. Wir nehmen den Cerberus Harrier. Stabilität. Ja, Stabilität und Magazin. So. Pistol bleibt. Oder ich könnte sie eigentlich auch weglassen, solange ich immer eine Waffe teste, merke ich gerade. So, mein lieber Jarvik bekommt die Typhoon. Mit der bin ich eigentlich sehr zufrieden bei meinen Teammitgliedern. Und die hier, weil, naja, also die leistet sehr gute Dienste. Wenn man nicht selber damit schießen muss. So. Wachgeschütz, oder?
Ja, Wachgeschütz haue ich hoch. Erhöht Schilde und Schaden. Upgrades Wachgeschütz mit einem Schockangriff für kurze Distanzen. Da würde ich jetzt tatsächlich auf den Schaden gehen bei dem Geschütz. So, Liara kriegt die Singularität voll. Erweitert das Singularitätsfeld 10 Sekunden lang um 35%. Okay. Lassen Sie die Singularität am Ende der Wirksamkeit? Nee, dann würde ich gerne das nehmen. Es geht ja um den Effekt, den das macht. So, dann kriegt die Warp. Javik. Bei dem würde ich tatsächlich auf Kraftschaden gehen. Erhöht Schaden, Dauer und Kraft von Kräften der Gruppenmitgliedern. Erhöht Aufladetempo der Gruppenmitgliedschilder. Nee, tatsächlich das dran. Kraftschaden für alle. Hier ist gut. Und er kriegt seine Fähigkeit Dunkler Kanal hoch. Also hier. Plagt einen Gegner mit einem anhaltenden biotischen Feld, das Schaden verursacht. Effekt springt auf ein zweites Ziel über, falls das erste stirbt. Dauer des Effekts ist abhängig von der Dauer von Dunkler Kanal. Es kann immer nur ein Feld gleichzeitig aktiv sein. Die Fähigkeit finde ich cool, deswegen steigere ich die bei ihm auch. Da würde ich den Schaden erhöhen. Aufladetempo. Schaden gegen Barrieren und Panzerungen. Doch, ja. Und das zweite kriegt er seine Granaten. So. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß. Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Das Schiff hat uns einfach ausgekotzt. Dieses Schiff ist so unsagbar winzig. Komm und hol mich! Hat Spaß an seinem Job. Ist das nicht wunderschön? Also ich finde, cutscene-technisch und von den, was man so sieht, haben sie sich nochmal wesentlich mehr Mühe gegeben als in Teil 1 und 2. Weil so eine Zwischensequenz wie hier, die hätte es nicht sein müssen, reicht ja, dass er im Endeffekt sagt, er lenkt sie ab, aber hey, wir haben es bekommen. So. Speichern. Oder auch nicht. Okay, speichere doch manuell, weil irgendwie klappt es gerade nicht mit F5. Ich bin doof. Okay. Ein vollautomatisches Gewehr haben wir hier. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Schießt sich ganz gut mit dem Ding. So, ich wollte jetzt eine Sache schnell gucken. Erzählung, war das hier? Shepards Helm aus, okay. Ich will den Helm nach Möglichkeit immer aushaben, weil ich finde das doof. Wenn ich schon das Aussehen meines Charakters einstellen kann, dann will ich den auch Sanders, immer sehen. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarahs Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet.
Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Ich wünschte nur von jemand anderem. Aber es stimmt. Die Allianz braucht Hilfe. Und einige ältere Studenten haben sich freiwillig gemeldet. Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Nee. Ich möchte nur meinen Raum zurück. Ja. Ich möchte wissen, ob da noch was drin ist. So haben wir nicht gewettet. Ah, wow. Naja, scheint ja nichts drin zu sein. So, die Tür meint sie, oder? Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orionhalle. Das ist ziemlich brutal. Gefällt mir ganz gut, dieses Gewehr. Ich gehe gleich zu ihm. Stabilitätsdämpfer Stufe 2, also noch mehr Präzision oder Stabilität halt. Ach doch, da ist was. Munition aber nur, oder? Ne, ein Datenpad. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Habe ich die Mission vielleicht doch verwechselt? Ich glaube, ich habe die Mission doch verwechselt. MP-Kühlkörper. Noch mein persönliches Log. Die Kinder werden bei der ganzen Scheiße immer besser, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich glaube nicht, dass wir genug Zeit haben werden, um diese Sache durchzuziehen. Und ohne viel mehr Training können sie da draußen einfach nicht überleben. Nicht ohne jede echte Erfahrung im Feld. Ich gebe mein Bestes, um sie vorzubereiten. Hätte nie gedacht, dass mir mal so viel an jemanden liegen würde. Ich werde nicht zulassen, dass ihnen jemand etwas antut. Diese Kinder gehören mir. Mir. Ah, vielleicht habe ich mich doch nicht bei der Mission geirrt. Oh, da kann ich mal... Ich sehe nichts, aber... Wupp. Gefällt mir wirklich ganz gut, dieses Sturmgewehr. Das ist relativ präzise dafür, dass es noch vollautomatisch ist. Macht ganz okay Schaden. Ich meine, dafür, dass es vollautomatisch ist, ist der Schaden ja wirklich in Ordnung. Muss mir ja sowieso noch überlegen, was ich als Waffe nehme. Pistolen sind zwar ganz geil immer, aber wiegen halt schön wenig. Das ist halt das Ding, ne? Also Schrotflinten interessiert mich nicht. Nee. Die interessieren mich nicht. Dead ass, though. Okay, weiter geht's. Matok. Dieses Gewehr nehme ich jetzt, weil
Ach, verdammt. Nein! Ich habe auf weiter geklickt. Dann nehmen wir die in der nächsten Mission des Martok. Ich. Bei der Göttin. Sean. Können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kayla Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Das Martok ist so ziemlich mein Lieblingsgewehr eigentlich, könnte man sagen. Dieses Propagandagelaber. Ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei ihnen, aber sie halten nicht mehr lange durch. Keine Ahnung, wo es hinführt, aber ich habe es mal ausgemacht. Das ist die Mission, wo ich dachte. Jack! Shepard! Sie ist ja, wie wir wissen, ein, ich würde schon fast sagen, biotischer Gott. Also sie hat extreme biotische Fähigkeiten. Denke ich. Aua. Mach dir mal ein Ende. Okay. Oh, Munition ist alle. Das ist das Problem an dem Ding, es hat nicht sonderlich viel Muni. Oh, da drüben liegt der hier, glaube ich. Oh, der hat noch gelebt, okay. Kaylee hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Frankly, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder isst einen Energieriegel. Weiter in 5. Bin ich gespannt, wie sie mich begrüßt. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Diese Truppen hatten sie im Sack. Ich habe ihnen den Arsch gerettet. Wollen sie in Orden? Halten Sie den Mund, damit wir hier wegkommen. Gut, gut. Können wir brauchen. Was zum Teufel sind Sie? 50.000 Jahre älter als Sie. Echt? Shepard steht wirklich auf Freaks. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, das Log war nämlich von ihr. Ja. Das sieht so aus. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, bis ich dieses Log gesehen habe, weil da dran stand mit dieser ganzen Scheiße. Und das ist halt genau die Art, wie sie redet. Also. Wie ist denn aus Ihnen eine Lehrerin geworden? Das klingt, als würden Sie befürchten, dass ich Sie platzen lasse. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mach ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orionhalle, muss also in der Nähe sein.
Also wenn man mit... Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Studentenblöbe, Brangley, Status, Priorität Alpha um jeden Preis, lebend ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hoher Punktzahl bei Tests der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserungen für folgende Langzeitinfiltration. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Ja, ja, gleich, gleich. Jetzt war ich, was ich sagen wollte, ich war jetzt interessiert, wie sie uns begrüßt, weil wir hatten ja was mit ihr, allerdings keine Beziehung. Wenn man nämlich eine Beziehung mit ihr hat, dann ist es so, dass sie einen, sie springt im Endeffekt runter, einem in die Arme und dann knutscht sie einen ab. So. Deswegen wollte ich auch Liara mitnehmen, für den Fall, dass sie es eventuell tut, um zu gucken, ob Liara darauf reagiert, aber nee. Nope, nope, nope. Wäre lustig gewesen. Na gut, wir müssen das hier benutzen.